Ich möchte, dass du etwas für mich ausprobierst. Versuch dir eine Welt ohne Geld vorzustellen. Eine Welt, die überhaupt kein Geld verwendet. Keine Banken, kein Bargeld, keine Löhne, keine Rechnungen, überhaupt kein Geld. Was siehst du? Lass mich raten. Wahrscheinlich stellst du dir vor, dass alle zu einem primitiveren Lebensstil zurückkehren. Ärmlich leben, selber Vieh züchten, so wie Bauern. Oder vielleicht siehst du einen kompletten Zusammenbruch der Gesellschaft. Keine Gesetze, keine soziale Ordnung. Hoffnungslose Menschen, die zu faul sind, um für ihre eigene Ernährung zu sorgen. Und von anderen klauen oder sogar einander töten, um zu überleben. Keine schöne Aussicht, oder? Aber nehmen wir mal an, dass es nicht was geschehen würde. Sondern dass die bewusste Entscheidung, kein Geld mehr zu verwenden, unser Leben um ein Vielfaches verbessern würde. Sieh dir zum Beispiel dein jetziges Leben an. Wie frei bist du? Schuldest du jemandem oder einer Bank Geld? Kreditkartenschulden oder hast du eine Hypothek? Diese Dinge kannst du nicht einfach vergessen, oder? Du könntest am Schluss dein Haus verlieren oder ins Gefängnis kommen. Und was ist mit deinem Job? Wenn du einen Job hast, den du liebst, toll, aber die meisten Leute arbeiten nur, weil sie müssen. Du musst arbeiten, um deine Rechnung zu zahlen. Wenn du nicht arbeitest, gehen die Lichter aus. Das Telefon wird abgestellt, du kannst nichts zu essen kaufen und so weiter. Also bist du gar nicht wirklich frei, oder? Wie die meisten denkst du vielleicht, so ist das Leben. Du musst arbeiten, um Geld zum Leben zu haben. So wie es schon unsere Eltern taten. Nun, lass mich dir sagen, dass dies keine Tatsache mehr ist. Lass mich erklären, warum. Erstens, sei dir im Klaren darüber, dass wir eigentlich gar nicht das Geld brauchen, sondern nur die Dinge, die wir damit kaufen. Essen, Kleidung, ein Heim, Strom, Telefon, Computer und so weiter. Das Geld selbst steht nur dazwischen. Für sich allein ist es vollkommen wertlos. Es verursacht nur Leid bei denen, die nicht genügend haben. Bei der heutigen Technologie wird beinahe alles mit Hilfe von Computern und Maschinen hergestellt. In Wahrheit ist das der eigentliche Grund, warum überall Arbeitslosigkeit herrscht. Die Maschinen nehmen uns all unsere Arbeit ab. Aber wenn man kurz innehält und darüber nachdenkt, ist das eine wirklich gute Sache. Technologie hat uns vollständig von harter körperlicher Arbeit befreit. Darüber sollten wir uns freuen. Wenn also keine Menschen mehr zur Produktion der Dinge nötig sind, die wir konsumieren, ist die Entscheidung nicht weit, diese einfach herzustellen. Gibt es dann einen Grund, warum wir es nicht für alle tun sollten? Anstatt nur für diejenigen, die zahlen können? Zurzeit geht es in unserer Wirtschaft nur darum, Geld herumzureichen. Das hat nichts damit zu tun, uns das zu geben, was wir wirklich brauchen. Macht doch überhaupt keinen Sinn, oder? Das einzige Hindernis der Produktion von Gütern, die wir benötigen, sollten physikalische Möglichkeiten sein. Und nicht Erschwinglichkeit. Was auch immer du glaubst, unser Planet ist voller Ressourcen. Genug für alle. Das einzige, woran es scheinbar mangelt, ist Geld. Warum also nicht einfach alles kostenfrei machen? Geld komplett aus dem Spiel lassen. Warum nicht? Es ist unsere Welt. Wir machen die Regeln. Das Einzige, was Geld verursacht, ist Ungleichheit. Ein Wertesystem, das darüber entscheidet, wer was bekommt. Zum ersten Mal in der Geschichte gibt uns Technologie die Möglichkeit, das System von Arm und Reich abzuschaffen. Und das ist erst der Anfang. Die Befreiung der Welt würde das volle technische Potenzial entfalten und uns erlauben, saubere Energiequellen zu nutzen. Wohlstand und Wissen würden sich über die ganze Welt verbreiten und Krieg und Ungleichheit endlich beenden. Stell dir das mal vor. Nahrungsmittel in höchster Qualität und genügender Menge. Größere und bessere Krankenhäuser und Schulen ohne Budgetprobleme. Saubere Energie und Kommunikation für jeden. Erforschung des Weltraums. Städte draußen im Meer. Wer weiß. Entferne die Kosten und die einzige Einschränkung ist unsere Vorstellungskraft und die benötigten Rohmaterialien, um herzustellen, was immer wir wollen. In der heutigen Gesellschaft bist du grundsätzlich tot, wenn du kein Geld hast. Das ist nicht einfach nur falsch und unmoralisch. Es ist nicht einmal mehr notwendig. Es gibt einen anderen Weg. Einen neuen Weg.
Eine freie Welt ohne Geld. Wo alles kostenfrei ist. Wo du frei bist. Wo für alle gesorgt ist und wir endlich das Ende des Hungers sehen. Wo die Gesellschaft so gerecht ist wie nur möglich. Und die Technologie, ungehindert von Kosten, so fortschrittlich, dass wir uns kaum selbst wiedererkennen. Das alles ist jetzt möglich. Wenn wir es wollen. Das Free World Charter definiert 10 grundsätzliche Prinzipien, wie eine solche Gesellschaft aufgebaut werden kann. Diese Prinzipien sind keine Regeln oder Gesetze. Es sind lediglich Erklärungen über gesunden Menschenverstand, gemeinsame Werte und das Überleben von uns und unserer Erde. Eine Gesellschaft treu diesen Richtlinien würde schlussendlich gar keine Gesetze benötigen. Mit deinem Eintrag beim Free World Charter sagst du einfach Ja zu einer freieren, gerechteren und nachhaltigeren Welt für alle. Bitte trag dich heute ein auf freeworldcharter.org. Herzlichen Dank.